Ich mache das nicht zum Spaß und ich habe mir das auch nicht ausgesucht. Ich habe mich nicht entschieden, Frau zu sein. Es ist keine Modeerscheinung und es ist keine Krankheit und trotzdem wird Transidentität in unserer Gesellschaft auch heute noch weitgehend tabuisiert. Es existieren Vorurteile und transidente Menschen werden heute immer noch eben Opfer von Alltagsdiskriminierung. Es ist längst überfällig, dass dieses Transsexuellengesetz entsprechend geändert wird, ersetzt durch ein Gesetz zur Anerkennung der selbstbestimmten Geschlechtsidentität, weil über das eigene Geschlecht eben nur jeder Mensch für sich selbst Auskunft geben kann.